Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen, oder ja, ich spiele mit euch Chivalry, Medieval Warfare, aber auch Deadliest Warrior. Ich stelle erstmal die Lautstärke ein wenig runter. Obwohl, ja, es geht. Es geht eigentlich, es ist schon leise genug gestellt. Ja. Ich habe das schon öfter mal auf dem Kanal gebracht. Das ist nach wie vor immer noch mein Lieblingsspiel. Und ich finde es ein bisschen schade, wenn es untergeht, wenn es so wenig Aufmerksamkeit bekommt. Es spielen verhältnismäßig wenig Leute dafür, dass es so klasse ist. Und deswegen mache ich einfach nochmal ein bisschen mehr kostenlose an Werbung. Oh, hier ist jemand, den ich wegsnipen kann. Das ist doch wohl ein schlechter Witz, oder? Warum macht er das? Das ist voll der Killstealer. Ich habe den gerade so schön im Visier gehabt und dann macht er mir einen Strich durch die Rechnung. Ja, wir spielen gerade Team Deathmatch. Oder, ja, genau. Ja, nee. Nicht, Team-Mission spielen wir. Wir müssen, es gibt zwei Teams und wir müssen Missionen befolgen und ja, es ist ein wie nennt man es? Oh, das ist ein Gegner. Oh, das war schlecht, scheiße. Ja, ich habe einfach mal den Bogenschützen genommen und ihr seht ja, was das für ein Spiel ist. Es ist ein Third Person oder ja, man kann es auch in der Ego-Perspektive spielen, wie ich das gerade spiele. Und es ist halt ein mittelalter Spiel, also Medieval Warfare ist mittelalter Spiel, Deadliest Warrior ist eher, ja, weiß ich nicht, antike Zeit, so kann man schon sagen. Also da gibt es die Piraten und sowas und die Samurai und alles. Das ist halt das DLC, was noch dazu gibt, das wird auch nochmal folgen. Und ja, und was ich halt ganz cool an dem Spiel finde, ist, ist die Grafik. Die Grafik zumal, dann noch die Engine. Die Schwertkämpfe, die sind zum Beispiel mega, die schauen mega echt und richtig cool aus. Und gerade deswegen bin ich so vernarrt in dieses Spiel und so verrückt und es macht mir einfach so viel Spaß. Und ich gucke jetzt mal, dass wir mal ein paar Kills hinkriegen. Ich muss jetzt die Grafik ein bisschen runterschrauben. Sieht ein bisschen düster aus. Gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich weiß nicht, warum das so ist. Bestimmt, weil die Maps so dunkel sind. Ah, verstehe ich gerade, um ehrlich zu sein, nicht. Ich gucke jetzt mal, dass ich den irgendwie treffe. Oh, da ist noch einer. Ja, mit dem Bogenschütze. Hast du echt schlechte Karten gegen so welche mit so fetten Schwertern? Ich krieg gerade Hilfe. Das ist schön, dankeschön. Ah, ich glaube, da kommt noch einer, ne? Ja. Ich weiß nicht. Oh Gott. Ich weiß nicht, warum das so dunkel ist. Also, ich meine, die. Oh Gott. Nein, nein. Ah, scheiße. Ich bin richtig aus Übung. Aber, ja, cool für an dem Spiel finde ich auch noch, dass die Entwickler immer regelmäßig Updates machen. Neue Maps hinzufügen. Also es gibt so viele Maps, die wieder neu sind. Die es vor Monaten noch gar nicht gab. Und das finde ich einfach mega cool. Und, das feiere ich ab. So. Dann gucken wir mal. Ja, wir müssen verteidigen und die müssen angreifen. Ah, den hätte ich so schön treffen können. Ja, mein Aim ist jetzt nicht das Beste. Aber ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Oh, scheiße. Oh, das wird so nix. Haben wir da drüben nicht noch Ölfässer oder so, die man runterschmeißen kann? Nee, nee. Die haben ja dieses Teil hier rangeschoben. Komm schon. Oh, der hätte treffen sollen, müssen, können. Oh je. Oh je. Gegneralarm. Sind denn jetzt hingerannt? Ach komm, ein paar Kills möchte ich wenigstens mal machen. Da ist einer. Der hat fette Rüstung an.
Von so Leuten muss man immer ein bisschen mehr Respekt haben, weil die einfach extrem gut in dem Spiel sind. Oder die haben einfach nur Geld für gute Ausrüstung. Das kann natürlich auch sein. Aber meistens sind das die übelsten Pros. Ja, getroffen. Aber der ist nicht tot. Ich konnte den mal ein bisschen anhitten. Das ist doch schon mal nicht schlecht, ne? Oh. Jetzt kommen sie aber... Oh ja, das war ein Kill. Jetzt kommen die aber so nach und nach uns auf die Fersen. Müssen uns in Acht nehmen. Das ist jetzt nicht so geil. Also dieses Match spiele ich mal den Bogenschütze. Das variiert aber immer mal wieder. Ich möchte euch alles mal zeigen. Und ja, zum Let's Play. Das wird nicht so oft kommen. Das wird vielleicht einmal die Woche kommen oder so, wie ich Bock habe. Aber ich wollte es, wie gesagt, nicht untergehen lassen. Und es wird so ein kleines Nebenprojektchen. Das kann aufhören, das kann beginnen, wann es will. Das variiert immer so ein bisschen. Nice. Ist er tot? Scheint so, wa? Ah, hier, da drüben sind noch welche. Ach, der ist sogar... Der ist gestorben. Ja, es ist grafisch einfach mega geil. Ein Highlight. So, ich leiste dir ihm mal Gesellschaft. Ich habe übrigens schon sehr viele Waffen freigespielt. Das ist jetzt hier der beste Bogen, den es gibt. Der muss natürlich länger aufladen. Macht aber enorm viel Schaden. Ich finde ihn geil. Das ist so ein Langbogen, kann man schon fast sagen. Oha, 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 oha. Ganz viele Gegner. Oh, aber ich hätte noch treffen können. Das war doch gut. Ah, es ist schwer auf der Distanz. Ich hab ihn und dann noch dazu ein Headshot. Das war echt ein geiler Treffer. Nein! Ach man, eine Millisekunde zu spät abgedrückt, aber ich hätte ihn auch noch anschießen können. Das war ein Bogenduell. Das war cool, ne? Doch, das war cool. Könnt ihr euch das Spiel gerne mal zulegen. Also es ist ein Geheimtipp. Von mir an euch. Wenn ihr das denn wollt. Hier liegt meine alte Leiche. Ja, okay. Oh, da ist schon wieder der andere Bogenschütze, ne? Sag mir da doch, dass sie schon in unserer Base sind. Werde ich erstmal von hinten verdrescht. Okay, das Spiel könnte echt ein bisschen heller sein, ne? Okay, jetzt geht's, ja, okay, jetzt ist hier genug Licht. Jetzt sind wir in so einem, ja, genau. Wir müssen jetzt den König verteidigen und sind jetzt in der Burg. Und die müssen jetzt vordringen. Oh nein, die Tür öffnet sich. Scheiße. Ich glaube, die Runde haben wir leider verloren. Leider Gottes. Wer hat mich jetzt abgeschossen? Mein eigener Kollege oder was? Von hinten oder? Oh mein Gott, was ist das für ein Kampf? Was ist das für eine Schlacht hier? Richtig lame. Komm schon, wie viele Kills habe ich eigentlich? 3. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Aber wir sind immerhin in der Mitte irgendwo. Ich habe am Mark mehr Kills gemacht, aber naja, es ist mit dem Bogenschütze nicht ganz so einfach. Es kommt immer darauf an, ob ich einen guten Tag habe oder nicht. Mehr oder weniger. Jetzt habe ich meinen eigenen Teamkamerad getötet. Es kann nur... Oh, das ist so peinlich. Oh, ich dachte, der wollte jetzt mich kicken. Weil ich den gerade erledigt habe, aber da hat er nochmal Nachsicht. Man muss sich immer entschuldigen, das ist natürlich ein Muss. Ist immer höflich, ja. Und da haben wir die Schlacht schon verloren. Auf Cold Front. Naja, vielleicht läuft es beim nächsten Mal besser. Das war erstmal die erste Folge zu Chivalry Medieval Warfare Deadliest Warrior. Ich unterteile es einfach mal in ein Spiel. Und würde mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis denn, ne? Macht's gut, tschüss.